Warum ist das Bild immer schwarz, wenn ich rübergehe? So. Nie mehr Lilien niederlegen. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, meine Soße drauf zu packen. Egal. Ich wollte mir eigentlich noch eine Soße drauf packen. Jetzt, ich sehe jetzt du. Xal. Bin tatsächlich noch mal überlegen, ob ich noch schnell. Nein. Ich hole mir die Soße jetzt nicht. Oder? Ich kann nicht. Weil wir haben nämlich so eine richtig geile Soße. Mal gucken. Warum noch habe ich als einziger überlebt? Machen. Frisches. Na? Guck gleich mal kurz auf dein Handy. Habt ihr gerade noch was geschrieben? Habt ihr gerade was geschreibselt? Die Sünde der Vergangenheit holt mich ein. Verzeih mir. Und tschüss. Ihr seid freche kleine Viecher, ne? Wisst ihr das? Oh, da kommt noch mehr. Perfekt. Ich hätte dich nicht in Gefahr bringen dürfen. Ich bin nicht einmal mehr in der Lage, den Bogen zu spannen. Ich, der legendäre Bogenschütze, der Götterbogen. Der hochmütige Narr, der die Tragödie im Hochland von Kyrtos zu verantworten hat. Der Waldläufer, der aus Stolz und Selbstüberschätzung seinen Kameraden den Tod brachte. Das bin in Wahrheit ich. Du weißt, was die Bestimmung jedes Bogenschützen ist, nicht wahr?
Ein Bogenschütze hat die Aufgabe, seine Gefährten zu unterstützen und ihnen den Rücken freizuhalten. Ich habe diesen Grundsatz missachtet, damit jedes Recht verloren, den Bogen zu spannen. Mein Stolz und meine Gier nach Ruhm hatten den Tod zahlloser Männer und Frauen zur Folge. An jedem Tag verlor ich meine Seele und meinen Lebenswillen. Lange war ich eine leere Hülle, die von den Geistern der Verstorbenen umhergetrieben wurde. Doch die Götter hatten Erbarmen und offenbarten mir ein Lied, das meiner gequälten Seele Trost spendete. In dir scheint eine neue Melodie erwacht zu sein. Dann hatte unser Ausflug zumindest etwas Gutes, auch wenn er anders verlaufen ist, als ich gedacht hatte. Und unsere Ziele haben wir erreicht. Noch größere Gefahr will ich dir nicht aussetzen. Lass uns umkehren. Ich gehe schon mal voraus und warte beim Mühlenbruch auf dich. Da muss ich hin. Huch. Das war dumm. Bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Das hätte ich mir niemals verzeihen können. Und dennoch habe ich eine weitere Bitte an dich. Wärst du so gut, mir dein Ohr zu leihen? Vielleicht. Okay. So. Okay, mit der nächsten komme ich auf jeden Fall bei 50 an. Ich komme aber nicht auf 51. Das ist schon mal gut. Das ist aber nett, dass du dass du einen alten Narren wie mich wieder besuchst, obwohl ich dich neulich in Gefahr gebracht habe. Wenn du mir das verzeihen kannst, sollten wir uns nun wieder auf deine Ausbildung konzentrieren. Würdest du mir eine kleine Freude machen und ein Lied für mich singen? Jo. Wundervoll, dein Gesang. Ist gefühlvoll und makellos. Dein Gesang ist gefühlvoll und makellos. Du hast dich wahrlich großartig entwickelt, meine Schülerin. Jetzt bin ich absolut überzeugt, dass du mich schon bald sowohl als Bogenschütze wie auch als Barde übertreffen wirst. Adai, du hast dich als würdig erwiesen, das Bardengewand zu tragen, das vor langer Zeit zu Ehren des Gottes Eltik angefertigt wurde. Poki gab mir zusammen mit dem Bardenkristall, es gab es mir zusammen mit dem Bardenkristall, als ich ihm im Wald der Einkehr zum ersten Mal begegnete. Damals kannte ich nun nicht die wahre Macht der Lieder und wollte das Geschenk ablehnen. Doch Poki ließ sich nicht beirren. Das Gewand wählt seinen Träger und nicht umgekehrt, sagte er und bestand darauf, dass ich es annehme. So nahm ich es und lernte die uralten Kriegslieder der Barden, die mir bei vielen Schlachten Sieg und Ruhm einbrachten. Doch mit zunehmender Macht wuchs auch mein Stolz, und du weißt ja, wohin das führte. Nachdem meine Überheblichkeit zu den Massakern der Hochlandschlacht geführt hatte,
wollte ich vor Scham und Schuld im Boden versinken. Ich hatte jeglichen Lebenswillen verloren. Also zog ich mutlos umher und hoffte, die gnädige Hand des Todes würde mich von meiner Qual erlösen. Da ich den Glauben an die Poesie verloren hatte, tat ich etwas unbeschreiblich Dummes. Wenn das Gewand selbst einen würdigen Träger erwählt, so dachte ich mir, könnte ich es auch einfach wegwerfen. Also versteckte ich alle Teile des Bahngewandes an möglichst gefährlichen Orten. Ich war mal wieder ein Narr und völlig verzweifelt. Nun bereue ich meine Tat, denn ich bin überzeugt, dass du eine würdige Trägerin des Gewandes bist. Wenn du alle Teile besorgen kannst, soll es dir gehören. Es wird nicht einfach werden, aber möchtest du versuchen, die Teile des Gewandes zusammenzutragen? Ich glaube fest daran, dass das Badengewand dich als würdige Trägerin auserwählen wird. Nimm diese Prüfung trotzdem nicht auf die leichte Schulter. Du musst beweisen, dass du es wert bist. Finde alle Teile des Gewandes und bringe sie hierher zu mir. O Alte, Gott der Zeit, lasse auf den Sommer den Frühling folgen. Offenbare uns die Kämpfe der Vergangenheit. Da habe ich es mit den Sätzen ein bisschen zu gut gemeint. Oh ja. Hui. Sehr salzig. Okay, ein Teil des Bahngewandes ist da hinten. So, den Lead-Balken, so schön wie auch ist, mal hier was kleiner. Oh Gott, okay. Und kommt hier hin. Speichern. Wunderbar. Das stört auch niemanden. Da muss ich hin. Und ziehe natürlich wieder sämtliche Monster auf mich. Das kann ich am besten. Teil des Badengewandes ist hier. Jedes Mal, wenn ich eine Klasse auf 50 bringe, denke ich mir, ach, wie schön es wäre, wenn ich das schon Stämme machen könnte. Dann fällt mir ein, ach nein, ich muss erst gleich eine Wacht erledigt haben. Wäre auch alles so einfach. Genauso wie mit dem Fliegen.
Der Mann kann Gedanken lesen. Praktisch. Kann er das? Ja. Kann er. Ey. Ja, ich wollte dir nämlich gerade schreiben, ob du mir Joghurt fertig machen kannst. Du bist bestimmt in der Frucht da. Nö, mir war das egal. Okay, jetzt. Oh, danke, mein Schatz. Lecker. Juh. Und da mal hin. Oh, bloß nicht runterfallen. Ich glaube, man kann nicht runterfallen, aber egal. Ich würde es lieber nicht ausprobieren. Oh je, da war ich noch nicht. Muss ich natürlich jetzt erstmal hin. Hallo Niklas. Alles gut bei dir? Und ja, mir geht's gut. Und mir geht's super. Gerade. Doch. Wie war dein Tag? Hast du Schönes gemacht? Ins nächste Gebiet. Gibt auch wieder Erfahrungspunkte. Und sogar ein Level Up. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sehr viel Schlaf. 35, 5,5 Stunden Schlaf beim Gym und gezockt. Ja, gut, aber Schlaf ist ja auch wichtig, ne? Schlaf ist auch wichtig. Und die Nacht habe ich zwar auch geschlafen, aber gut ist was anderes. Aber ich habe zumindest mehr geschlafen als die Nächte davor. Also ich bin heute nicht ganz so müde. Heute hält es sich in Grenzen. Wirklich 2 Stunden circa. Oh je. Ja, gut. 2 Stunden ist aber auch nicht besonders viel. Dann lagen unsere Schlafstunden ja recht nah beieinander. Gestern hatte ich auch nur 3. 3,5. Pi mal Daumen. Wie gesagt, meinen Katzen ging es ja gestern auch nicht so supi. Zumindest einem von rein. Diese Nacht war da deutlich entspannter. Deutlich. Ich habe eh keinen Schlafrhythmus. Der ist bei mir auch futsch. Seit dem 24-Stunden-Stream habe ich auch keinen Schlafrhythmus mehr. Da ist nichts mehr von zu sehen. Ich hatte mal einen. Kurzzeitig. Eine Woche lang. Den suche ich jetzt vergebens. Den Schlafrhythmus. Ich muss da hoch. Bin ich jetzt mal wieder drauf rein. Ja. Da ganz hinten in der Ecke ist es. Letzte war vor meiner Ausbildung, also vor circa 3 Jahren.
Ja, gut, das ist eine Zeit her. Das ist eine Zeit her. War ja erst gestern. Ja, gut. Der braucht schon Schlafrhythmus, ne? Wer braucht das schon? Niemand. Richtig. Schlafrhythmus wird überbewertet. Das Einschlafen ist bei mir das Problem. Bei mir auch. Bei mir auch. Meistens sind es doch nicht mal irgendwelche Gedanken, die einfach halten, sondern einfach dieses. Du kannst aber nicht schlafen. Ich habe schon so viel versucht. Nicht mal Schäfchenzehen hilft. Was hilft bei mir ist, wenn die Katzen neben mir liegen und anfangen zu schnurren. Da schlafe ich dann aber sofort ein. Jedes Mal, wenn ich vorhabe, okay, da ich eh nicht einschlafen kann, beobachte ich die Katzen, höre denen beim Schlafen zu. Das funktioniert nicht lang. Fängt einer an zu schnurren, bin ich weg. Aber leider liegen sie nicht jede Nacht neben mir. Das heißt, ich habe nicht jede Nacht einen schnurrenden Kater. Wäre ja auch zu einfach. Könnte ja Dauerzustand werden. So, gleich müssten wir da sein. Dass ich jetzt hier nicht allzu viele Boots anlocke. Ich sagte nicht so viele anlocken! Ah, Gott. Hier bleibt ja auch nichts erspart hier. Der ganz hinterste Ecke. Ja klar, der sieht mich nicht, obwohl ich direkt vor ihm dran vorbei. Ah, egal. Könnte mich jetzt aufregen? Ich tue es nicht. Du gehst ja jetzt eh zurück. Und in Mühlenbruch. Meine Katze will immer rein und raus. Sonst will ich alles in unserem Haus. Wenn ich meine Zimmertür auflassen würde. Oh ja, das ist scheiße. Also bei uns ist es Gott sei Dank immer recht ruhig. Es sei denn, die Katzen fangen an, sich zu prügeln. Wobei, wenn der Hund träumt, kann es auch laut werden. Da fängt sie manchmal an zu jaulen. Hör ich immer, wenn sie vor meiner Zimmertür liegt. Ja, immer so, okay. Das hat unser Hund jetzt für ein Problem. Nein. Ah, hier schläft. Und ein Joch habe ich für alles. Ja, das ist mies. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum du nicht einschlafen kannst. Und warum bin ich so blöd und springe von dem Viech ab? Egal. Dachchen, bin wieder da. Oh, wie schön. Du bist vorbehalten zurückgekehrt und trägst die vier Teile des Badengewandes bei dir. In dem Moment, als ich dein Lied hörte, wusste ich, dass du die rechtmäßige Trägerin bist. Oh je. Du erinnerst mich daran, wie ich früher einmal war und wie ich sein sollte. Dank dir habe ich mich dazu durchgerungen, eine Angelegenheit zu klären, die mir seit Jahren keine Ruhe lässt. Ich brauche nur noch ein wenig Zeit zur Vorbereitung.
Und probiere nochmal zu pennen. Wenn es nicht geht, komme ich wieder. Alles klar, Niklas. Dann viel Erfolg beim Einschlafen. Badengewand. Vor allem Korallhemd, Gegenstandsstufe 55. Badenausrüstung, Gegenstandsstufe 90. Ja, habe ich da noch was zu sagen? Wird schon werden. Oh, ja, ich drücke die Daumen. Vielleicht klappt's ja jetzt. Du bist wahrhaftig die würdige Trägerin des Badengewandes. Mein Vertrauen in dich war absolut gerechtfertigt. Nun würde ich dir auch das letzte Teil nicht viel länger vorenthalten. Das Teil, das uns zusammengebracht hat. Du musst wissen, dass ich nach der Hochlandschlacht geschworen habe, niemals in den Wald der Einkehr zurückzukehren. Diesen Schwur habe ich gebrochen, um eine Nachfolgerin zu finden. Natürlich habe ich mich dazu nicht ohne Grund entschlossen. Ein völlig unerwartetes Ereignis hat mich dazu gebracht. Meine letzte Reise führte mich nach Ulda, wo ich ziellos über den Marktplatz schlenderte. Dabei fiel mein Blick völlig unerwartet auf einen Gegenstand aus meiner Vergangenheit. Nämlich auf einen Teil des Badengewandes, das ich so achtlos weggeworfen hatte. Auf verschlungenen Wegen hatte das Stück seinen Weg auf den Markt von Ulda gefunden. Für mich war das ein Zeichen von Altik. Also kaufte ich es und beschloss, einen würdigen Nachfolger zu finden. Kaum hatte ich den Wald der Einkehr erreicht, da stürzten sich schon die Waldläufer auf mich, um von mir zu lernen. Doch nicht einer davon zeigte auch nur das geringste Interesse an der Poesie. Darüber war ich so enttäuscht, dass ich kurz davor stand, den Wald für immer zu verlassen. Dann kamst du zu mir, Eldaria, genau im richtigen Moment. Als du dein Interesse für die Poesie bekundet hast, war ich überglücklich. Wenn ich jetzt an unsere Begegnung zurückdenke, so glaube ich, dass sie vorherbestimmt war. Du hast mir die nötige Kraft gegeben, mich dem Schatten meiner Vergangenheit zu stellen. Ich werde zum Schlachtfeld reisen, auf dem meine Gefährten gefallen sind. Seit jenem schicksalhaften Tag verfolgen mich die blutverschmierten und schmerzverzerrten Gesichter meiner Kameraden in meinen Träumen. Aller Hoffnung beraubt sehnte ich mich nach dem Tod, doch die Götter wollten mir diesen Wunsch nicht erfüllen. Denn am Abgrund endgültiger Verzweiflung erklang eine Melodie in mir. Sie offenbarte mir die Macht der Poesie und spendete mir neue Lebenskraft. Daraufhin begab ich mich auf die Suche nach einer Melodie, die den Seelen meiner gefallenen Kameraden Frieden schenken könnte. Es hat lange gedauert, doch die Mühe hat sich gelohnt. Endlich bin ich bereit, meine Kameraden ein würdiges Requiem zu singen. Doch dafür bräuchte ich deine Hilfe, Eldaria. Ich bitte dich, mich zum Schlachtfeld zu begleiten und für meine Sicherheit zu sorgen. Dort machen viele Monster die Gegend unsicher und meine Harfe bietet nur wenig Schutz gegen sie. Mit deiner Hilfe kann ich mich dem Dämon meiner Vergangenheit stellen und den gefallenen Frieden bringen. Der Ort der Tragödie liegt westlich des Observatoriums im zentralen Hochland von Körthas. Bitte erweise auch du meinem gefallenen Kameraden die letzte Ehre, sobald du dort angekommen bist, indem du einen Strauß Nymea-Lilien niederlegst. O Alte, Gott der Zeit, kehre den Lauf von Sonne und Mond um und offenbare uns die Kämpfe, den Schmerz und all das Leid der Vergangenheit. Da sind die Dinger wieder. Okay. Körthas. Ach ja, habe ich mich nicht harmonisiert. Sehr intelligent von mir. Nein. Und zwar Nordwald. Herbstkürbissee.
Ja. Und jetzt noch Körters. Und danach können wir uns endlich den Druiden holen. Den Druiden und endlich die ganzen Nebenquests abarbeiten. So, hier muss ich einmal hoch. Nehmen mehr Lilien. Er fühlt es. Wir sind umzingelt und sie sehen nicht danach aus, als würden sie mit sich reden lassen. Dir darf nichts geschehen, Adaria. Zu viele teure Freunde habe ich schon verloren. Naja, ich passe ja schon auf. Gehen da hinten als erstes. Weil Heiler kann ich gerade nicht gebrauchen, die hier die Meute mitteilen. Daria, ohne dich stünde ich jetzt nicht hier. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Vergebt mir, meine Freunde. Ich habe euch viel zu lange warten lassen. Klappt doch.
Dem Hüter sei Dank, ich kann den Bogen wieder spannen. Das habe ich dir zu verdanken. Du warst Balsam für die Wunden meiner Seele. Du hast mich von den Dämonen meiner Vergangenheit befreit. Du bist eine würdige Nachfolgerin. Hier, nimm das letzte Teil des Badengewandes. Mögest du damit noch vielen anderen Mut einflößen. Nie hätte ich gedacht, dass ich ein alter Narr wie ich noch ändern kann. Aber da hatte ich mich zum Glück geirrt. Ich würde erst getäuscht sagen. Viel zu lange haben mich meine Schuldgefühle zu Boden gedrückt, mir jegliche Luft zum Atmen geraubt. Doch ab jetzt werde ich in Gedenken an meine gefallenen Kameraden mit ganzer Kraft nach vorn blicken. Ich werde meinen Bogen wieder in den Dienst von Nofikashar stellen, Toten kann ich am besten gedenken, indem ich für die Lebenden kämpfe. Ich würde eigentlich ein anderes Gewand dafür anziehen. Fällt mir gerade mal so auf. Egal. Passt schon. In dir scheint eine neue Melodie erwacht zu sein. Damit hast du mich endgültig übertrumpft. Und ich kann dir nichts mehr beibringen. Lass uns zusammen ein Loblied auf das Leben und seine Freuden singen. O alte Gott der Zeit, kehre den Lauf der Zeit um und offenbare uns die allumfassende Freude des Herzens. O alte Gott der Zeit, kehre den Lauf der Zeit um und offenbare uns die allumfassende Freude des Herzens. Alles klar. Denn wir wollen zum Gedenken an die Gefallenen und zum Wohl aller Lebenden singen. Yorzea erwartet dich. Ziehe hinaus und bringe mit der Kraft deiner Lieder den verzweifelten Hoffnung, den wankelmütigen Mut. Mögen wir uns eines nicht allzu fernen Tages wieder begegnen. Yay. Oder an die Seele. Huch. So. Baden sind abgeschlossen. Erst einmal. Damit haben wir diese Klasse bis Heavensward erstmal fertig. So. Nun sind wir bad. Und dahin. Alles klar. Dann geht's nach Credania. Und wir holen uns die Druiden-Quest. Das heißt, Druide wird gespielt. Yippie-ki-yay. Ich hätte halt auch sonst noch zur Auswahl den Pignier. Weil das ja auch in Credania ist. Aber nein. Jo. Sieht aber gut aus, das Outfit.
Ist auch eines der Outfits, die ich richtig, richtig toll finde. Ja, Stufe 90, 32. Ja, ich muss dann noch dann die Accessoires machen. Stimmt, ich kann mir... Ich habe ja jetzt... Und so, ne? Wir haben ja jetzt zwei Sachen auf 50. Wir haben ja den Fisch auf 50. Da muss ich nur noch die Klassenquest weitermachen. Da ist es aber nicht so schlimm, wenn ich halt über 50 hinbekomme. Darf halt nur nicht die 80 erreichen. Die Fischerquest machen wir am besten Mittwoch. Ich glaube Mittwoch. Machen wir da den Fischertag. Dann werden wir da einfach nur fischen. Hauptsächlich. Und dann hole ich mir jetzt den Gärtner. Und den Druiden. Was will ich hier? Keine Ahnung, was ich hier wollte. Es war eine kleine Gedenkpause. Und die, wie gesagt, die Fischerklassenquest, die machen wir dann am Mittwoch einfach. Weil morgen ist Disney. Da spielen wir nichts außer Disney. Wir befinden Disney für doof. Wonach es aber nicht aussieht, deswegen... Einfach nein.